Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir gehen jetzt frühstücken und ja, dann lasst uns erst mal schmecken. Heute ist nämlich auch unser letzter Tag hier in Hamburg und morgen müssen wir leider schon wieder zurück nach Köln. Deswegen genießen wir den heutigen Tag, laufen ein bisschen durch die City, was man so noch angucken kann. Und ja, wie gesagt, wir laufen jetzt gerade erstmal zum Bus und danach fahren wir mit der S-Bahn und dann gehen wir zu dem Musikladen und ja. Und dann laufen wir noch ein bisschen durch die City gegen euch. Oh mein Gott, Biene. Wie gesagt, dann gehen wir gleich noch irgendwo was essen und dann, wie gesagt, dann habe ich schon wieder mit und ja. Wie gesagt, ich bin hier gerade in der Europapassage und habe mal was Asiatisches probiert, aber mit so einem Mango-Dose mit gelbem Reis, aber geschmacklich war das jetzt nicht so toll, aber war mal so eine Erfahrung zu machen, so zu probieren, aber nächstes Mal werde ich das nicht probieren, werde ich hier wieder woanders essen gegangen, aber ich wollte einfach mal probieren, wie das so geschmacklich ist. Schönen Tag noch. Okay. Tschüss. Also das nenne ich mal ein riesengroßes Schiff. Wir sind ja noch gerade mal am Hafen, gucken uns ein bisschen um und dann fährt mal nebenbei hier gerade so ein riesen, gigantisches Riesenschiff vorbei. Der schleppt den noch mit. Ja, dann schleppt er noch den hier mit. Keine Ahnung, vielleicht ein Rettungswagen oder ich weiß nicht, ein Rettungsboot oder was, denke ich mal, ist das. Ja. Ja. Was ist das denn für ein Paradiesschiff? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann, aber ich denke mal schon, ja, man müsste eigentlich, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterspringe,
sehr gut sehen, aber die klingen ja auch mit dem, ich weiß nicht mehr was nennt, aber wo diese Wasserfontänen immer rausspringen. Sieht sehr cool aus. Ich bin gerade ein bisschen am Hafen, wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt. Sind hier gerade an so einem Hamburger Boot, Schiff. Dann haben wir noch so ein großes Schiff. Ja, wir laufen jetzt mal ein bisschen die Promenade hier durch. Hier gibt es auch viele Fischrestaurants, jede Menge dann Shops. Hier sieht man nochmal das coole Bildschirm auf Schiffchen. Oder zum Beispiel hier, das ist ein riesen großes Schiff. Sehr, sehr, sehr groß. Also, ja, das ist von Greenpeace. Ja, Greenpeace. Keine Ahnung, wofür es benötigt wird, aber ich weiß nicht. Wird das jetzt nur für Sachen zum Transportieren benötigt oder wird das auch für andere Sachen benötigt? Also, aber ich glaube eher nur für Güter, nicht für Personenverkehr halt. Denke ich jetzt mal, wie man das so drin sieht. Ja, so denke ich jetzt mal. Und hier vorne haben wir wieder Restaurants ohne Ende. Fisch oder Schnitzel. Das wiederholt sich jetzt dauerhaft hier an der Hafenpromenade. Genauso, hier vorne kommen jetzt jede Menge Boote, Schiffe und. Hier hat man ein paar Kane vom Hafen halt zu sehen. Ich guck mal, ich schon einen geilen Kameraschwenk hinbekomme. Zum Beispiel hier haben wir jetzt auch wieder ein großes Schiff. Sehe ich mal für Personen halt, nicht wie gerade eben für Güter oder sonstigen Verkehr. Da müssen wir halt von der Kamera her gut sehen. Sieht auch sehr schick aus. Und ja. Hier haben wir wieder Reform von Ende. Ja. Ich kann hier mal ein bisschen reingucken. Und hier vorne haben wir noch Sachen. So. Wie gesagt, ist auch nicht gerade klein. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt lang am Rückweg und hier haben wir ein paar Schiffe, die cool aussehen. So, die Frage ist natürlich, warum ich jetzt hier so komisch bin oder so komisch angezogen bin. Die einfache Antwort ist, wir waren oder wollten zu diesen Wasserlichtspielen gehen, aber das Problem war, wir sind durch den Park gelaufen, haben es erstmal verlaufen und so weiter und so fort und dann haben wir den Weg irgendwann richtig gefunden und bis wir da waren, haben wir den Hintergrund zwischen den Bäumen schon diese Wasserlichtspiele noch gesehen, aber bis wir am Steg da waren, war es schon vorbei. Also waren wir die letzten 10 Sekunden, haben wir etwas gesehen und da war es leider nicht mehr möglich, irgendwas aufzunehmen oder zu fotografieren und es ist leider schade. Ich hätte es gerne gefilmt oder beziehungsweise auch fotografiert, aber hat leider nicht geklappt. Ja, wie gesagt, da werde ich das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, das mal erledigen, dass ich das auch mal live erleben kann. Ich weiß jedenfalls jetzt den Weg dahin, das ist schon mal ein positiver Punkt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, trotzdem, auch wenn ich bei diesem Wasserlichtern jetzt nicht war, würde ich mich sehr über einen Daumen oben freuen oder nicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns hoffentlich im morgigen Video, wenn es dann wieder nach Köln geht. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.